Zuschauer, heute 19.30 Uhr die große Glücksrad-Gala in Sat.1. Tolle Interpreten sind dabei, unter anderem mit Gigi Anderson, Tom Astor, Nikki und für unsere Kids Jeremy Jackson, der Sohn von David Hasselhoff in der Serie Baywatch. Und natürlich 50.000 Mark in bar, die Sie zu Hause gewinnen können, liebe Zuschauer. Also einschalten, heute Abend 19.30 Uhr. Sat.1, die beste Zeit des Tages. Yeah. Ein V wie Viktor. Ja. Ich kaufe ein E. Das ist gut. Viermal gibt es dieses E. Und du hast ja immer noch 1650. Und du setzt auch jetzt die 300 positiv ein. Ein L wie Ludwig. Ja. Worum wurde denn gespielt? Ich möchte gerne lösen. Ja. Von allen guten Geistern. Pong, pong, pong. Das ist richtig. Sie, liebe Zuschauer, können noch anrufen. Jetzt warten wir auf die Lösung von Jürgen. Ich denke, von allen guten Geistern verlassen. Ja, von allen guten Geistern verlassen. Herzlichen Glückwunsch. 2450 D-Mark sind zustande gekommen. Da können wir jetzt nicht einkaufen gehen. Heute die Preise an den Matcha. Top schon. Ich habe mich für das Topfset und die Wassermatratze entschieden. Danke. Wird immer gern genommen. Das neunteilige Topfset aus 18 zu 10er Edelstahl mit Temperaturanzeige im Deckelknopf, hitzebeständigen Kunststoffgriffen im Acryl-Look, dem Güteglasdeckel und seinem energiesparenden Alu-Sandwich-Boden ist für alle Herdarten und Spülmaschinen geeignet. Der Wert 200 D-Mark. Die Novaluna Wassermatratzen gehören zu den qualitativ hochwertigsten Wassermatratzen. Sie sind TÜV-VDE geprüft und beheizbar. Mitgeliefert werden eine Holzplatte als Ersatz für den Lattenrost, Füße und der waschbare Allergiebezug. Der Wert 2000 D-Mark. Jürgen, herzlichen Glückwunsch. Jürgen, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der dritten Runde. Bitte schön. Gerecht verteilt, jeder schon mal gewonnen. Sie können jetzt auch noch gewinnen bei unseren Zuschauern. Es entscheidet sich allerdings, wer Tagessieger wird. 3000 D-Mark ist der Höchstbetrag dazu. Und die Sonja kommt in den Bereich. Wir suchen Mutter, Vater, Bruder, Neffe, Onkel, Oma. Je nachdem. Gesucht eine Familie. Ja, Marika, du hattest 200 D-Mark in der ersten Runde. Ein bisschen wenig, eigentlich der wenigste Umsatz. Ja, ja. Deshalb darfst du das beginnen. Das kommt schon noch. Deshalb darfst du beginnen. Ich hätte gern das Debito. Ja, schön wäre es, aber es ist leider im Bankrott. Tja. Jürgen. $750. Das S wie Sonja. Ja. 1750. Und jetzt fast der Höchstbetrag, 450. T wie Theodor. Agnes, du führst ja mit 3600 D-Mark den Abend an und holst dir 2000. N wie Nordpol. N wie Nordpol. Ja, 6000. Aber sicher kannst du kaufen. Kauf ich ein E? Ein E wie Emil. Ich meine, du musst jetzt schon eine gewisse Taktik anwenden. Es geht ja um den Tagessieg. Hast ja noch 5700. A wie Anton. 1400. Was verwendest du jetzt? Ein G wie Gustav. Ja. Ein R wie Richard? Ja, einmal. 6600. Ein H wie Heinrich? Moment. Die Zeit ist uns davongelaufen. Ich hier drehe für euch. Ich will Applaus hören, 2000 D-Mark.
Nicht schlecht. Ein Konsonant und dann die Lösung, bitte. Marika, ein Konsonant, bitte. Devidora. Devidora. Kommst du auf die Lösung? Ja oder nein? Alice und Ellen Kessler. Die Zwillinge Alice und Ellen Kessler. Das Erstgesagte gilt, Jim. Es ist ja gnadenlos in diesen Dingen. Du hast es sich zwar schnell verbessert, aber... Jürgen. Ein L wie Ludwig. L wie Ludwig. Ja, es ist hart, aber so sind die Spielregeln. Ja. Jetzt in Ruhe, Jürgen. Ja. Die Zwillinge Alice und Ellen Kessler. Ja. Das ist die richtige Antwort. Marika, du hast leider nur gesagt, Alice und Ellen Kessler. Tut mir leid, es fehlt mir noch die Zwillinge. Ärger dich nicht, wir haben noch das Superspiel. Marika, bitte. 13.750 D-Mark. Ich habe hier Preise aus dem Hotshot für dich. Bitte schön. Ich nehme alles außer den Kaffeeautomaten. Na, das lohnt sich. Die Viva-Wäschespinne von Heilo spannen Sie mit dem Quick-Life-System einfach auf einen Regenschirm. Der wird 200 D-Mark. Step 2 schafft mit dem Super-Toy-Set 5 verschiedene Spielmöglichkeiten für 1- bis 5-Jährige. Der wird 500 D-Mark. Das Multi-Gym von Catless, das multifunktionelle Fitnessgerät für ein effektives Ganzkörpertraining im Wert von 700 D-Mark. Entspannten Schlaf für Anspruchsvolle bietet diese Bettausstattung von Paradies. Der Wert Ihres Paradies-Betten-Sets beträgt 1000 D-Mark. Mit diesem magnetisch abgeschirmten Akku-Soundfield-System erhalten Sie aus kleinen Lautsprechern Surround-Sound von höchster Qualität. Der Wert 2000 D-Mark. Damit wird Fernsehen zum Erlebnis. Der Cinema 3000 von Schneider zusammen mit dem dekorativen Unterschrank hat er einen Wert von 3300 D-Mark. 3 Wochen Erlebnisurlaub erwarten Sie und Ihren Partner im Ferienparadies Schneeberg in Rittnau und in Südtirol. Kulinarisch werden Sie mit Frühstücksbuffet und abends mit 4-Gang-Menüs verwöhnt. In der neuen Wellness-Landschaft des Hotels können Sie sich so richtig pflegen lassen. Sommer wie Winter bietet Ihnen das Ferienparadies Schneeberg allen erdenklichen Luxus. Der Wert 6.000 D-Mark. Jürgen, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß in Schneeberg. Ich schließe mich gleich an mit den Glückwünschen. Jürgen ist Tagessieger geworden mit 15.950 D-Mark. Herzlichen Glückwunsch. Hochspannung ist angesagt im Superspiel. Jawohl. Und im Checkpot von Faber liegen jetzt 170.000 D-Mark. Träumen Sie nicht auch davon, 6 richtige im Lotto zu treffen und Lotto-Millionär zu werden? Machen Sie für Lotto-Expertin Karin Tietze Ludwig und spielen Sie Lotto mit dem Farbesystem 49. Denn mit nur einem Lottoschein ist Ihre Chance sehr, sehr klein. Mit dem System 49 dagegen durch eine starke Gemeinschaft viel, viel höher. Rufen Sie jetzt an und spielen Sie für nur 18 Mark Einsatz pro Woche fast 2000 Lotto rein und werden vielleicht schon bald Lotto-Millionär. Über 80 mal 6 richtige haben Farbesysteme schon getroffen. Rufen Sie jetzt an 0800 22 00 123. Viel Glück. 3 und sind gesagt die 5 Bereiche, Gruppe, Natur und Ort und Sache und Eigenschaft. Was nehmt ihr denn? Wir nehmen das Ernste. Schauen wir mal. Guck nicht so ernst dabei, Marika. Ja. Haben wir alle? Ja. Viel Glück. 90 Sekunden laufen ab jetzt. Ort Elba. Das ist gut. Sache. Eigenschaft. Fahren. Natur fahren. Natur fahren? Nee, geht ja nicht. Na, Sache. Fahren. Natur. Dran. Natur. Natürlich, das haben wir ja. Eigenschaft. Marika. Gruppe, Team. Eigenschaft, authentisch. Authentisch, Eigenschaft. Ja, gut. Agnes, sensationell. Jürgen. Natur,
Naturgrün. Natur, sag doch mal irgendwas, bitte. Flick, Gruppe. Gruppe Flick. Authentischen Elba. Es fehlte der ADAC, der Einkaufswagen, es fehlt noch das I dazu. Denn es ging um Urin. Ein Raunen geht durchs Publikum, Urin. Agnes, du warst aber gut im Raten, muss ich sagen. Du bist ja schon seit längerer Zeit ein treuer Fan unseres Glücksrades. Ja. Hast du es auch schon öfter besucht? Wie oft warst du denn hier? Heute zum dritten Mal. Heute zum dritten Mal. Mhm. Drei Anläufe hast du genommen, jetzt hat es geklappt. Eine Runde hast du gewonnen, da waren nette Preise dabei. Marika, du guckst schon auf die Uhr. Nein! Nein. Bist du mir noch böse? Weil das ich so ist hart durchgegriffen ja böse. Habe. Das aber ist sind Spiel, da die Spielregeln. Das ist jedem Kandidaten im Vorfeld erklärt worden, das erst gesagt. Du meinst, du musst bestraft werden. Nein, das, du warst zu voreilig. Ja? Zu aber eine Runde hast du gewonnen. 200 D-Mark, da war auch ein schöner Preis dabei. Und der Jürgen ist unser Champion. Jawohl. Der spielt ja nachher noch mal in der Bonusrunde. Ich freue mich drauf. Wir freuen uns auch drauf. Schöne Traumpreise kann ich dir anbieten. Aber jetzt bin ich gezwungen, den Jackpot erneut zu erhöhen auf erstaunliche 180.000 D-Mark. 250 D-Mark gibt es noch für Sie. Bitteschön. Machen Sie mit beim Glücksrad, ganz bequem von zu Hause aus. Wählen Sie einfach die Kabel 1 Textseite 480 und lösen Sie das Rätsel. Mit etwas Glück können Sie 250 Mark gewinnen. Frederik und Sonja drücken Ihnen die Daumen. Ja, die Bonusrunde, die spielt jetzt der Jürgen. Und da geht es ja um Traumreise. Ein Auto hätte ich, eine Reise hätte ich, Geld hätte ich. Und Jürgen, du bist fit and well? Gut drauf? Ich hoffe es. Komm, joggen wir nach vorne. Wir hin. Der Gewinnmarathon geht weiter. Hier in der Bonusrunde geht es um diesen Traumwagen. Ja. Eine Traumreise hätte ich noch. Traumgeld im Wert von 5000 D-Mark. Hans. Und ich drücke die Daumen, Jürgen. Als Star is Born, der Mitsubishi Space Star ist für Sie mit viel Komfort und Sicherheitsausstattung das ideale Stadt- und Freizeitauto. Sparsam, wendig, kompakt. Der Wert 29.390 D-Mark. Club Med lädt Sie für 2 Wochen in eines der weltweit 130 Clubdörfer ein. Alles inklusive aller Club Med, sogar alle Sportkurse vor Ort. Schöpfen Sie Energien und kommen Sie gestärkt zum Beispiel von den Bahamas zurück. Der Wert 10.920 D-Mark. Für Jürgen geht es um 5.000 D-Mark und für Sie vielleicht schon bald um 1 Million Mark. Also rufen Sie an und spielen Sie für 18 Mark pro Woche fast 2.000 Lottoreien. 0800 22 00 123. Viel, viel Glück. Jürgen, was darf es denn sein? Ich nehme die goldene Mitte. Viel Glück. Ja, Jürgen, ich hoffe, dass zu deinen Eigenschaften gehört, dass du glücklich und zuverlässig bist. Denn in 15 Sekunden musst du jetzt eine Eigenschaft knacken. Viel Glück. Ernstl geben wir dir vor und jetzt bitte noch 3 Buchstaben von dir. Ich nehme das M wie Martha, ja. V wie Viktor und I wie Inge. Oh, guck an, M, V, I. Aber schlecht. Wow. Mhm. 15 Sekunden laufen ab jetzt, viel Glück. Unsterblich. Licht war gut. Das Licht. Aber es wäre ausdrücklich. Ausdrücklich wurde darum gebeten, laut und deutlich zu sprechen. Jürgen! Dein Blick wagen? Jürgen, nein. Herzlichen Glückwunsch, dieser kleine Blick. 5000 D-Mark. Agnes, Marika, herzlichen Dank. Jürgen, das Publikum applaudiert schon. Das habt ihr fein gemacht. Herzlichen Dank. Jetzt bitten wir noch unsere Kabel 1 von Santo bleiben, denn jetzt gibt's. Was bin ich? Tschüss! Einen Jackpot von 180.000 D-Mark können 3 Kandidaten morgen knacken. Haha, wenn die das schaffen, boah, dann kriegt jeder, also jeder kriegt dann 180 durch, also jeder kriegt dann, ich hab's gleich, ich hab, kriegt viel Geld. Ja, das müssen wir erleben, liebe Zuschauer. Bis morgen.
Tag und herzlich willkommen. Danke. Dankeschön. Nein, Essen wird man gefeiert hier. Danke. Dankeschön. Ich freue mich, dass auch Sie wieder eingeschaltet haben. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen auch Sie zu unserem Spiel Riskant. Ein Spiel um Wissen, Tempo und Geld. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie uns zum ersten Mal sehen sollten, was mich ja wundern würde, Sie bekommen alles mit. Ich brauche nichts groß zu erklären. Begrüßen wir also gleich unsere Kandidaten. Schön, dass Sie alle so gut gelaunt da stehen. Hier sind Sie. Aus Seemetal, Thorsten. Aus Stuttgart, Ingolf. Und Birgit lächelt vor sich hin. Sie ist Champion, hat schon 3000 Mark in der Tasche. Aus Oberhausen, wie gesagt, Birgit. Ja, mal schauen, ob Birgit mehr aus ihren 3000 Mark machen kann. Bis zu dreimal kann sie ja mitmachen. Der Champion macht ja beim nächsten Mal wieder mit, und zwar nur er. Tja, und gespielt wird mit unserer Wand, die ich hier präsentiere. Und hier kommen die Wissensgebiete, in denen wir sie testen wollen. Prost! Prima Klima, na, das fängt ja gut an. Traumfabrik. Stadtgeflüster. Kopf oder Zahl. Drachen und Sirenen. Das Spielfeld. Gespielt wird von oben nach unten von 100 bis 500 Mark. Jetzt fängt Birgit an, aber sonst, wer die Frage richtig formuliert hat, kann weitermachen. Das ist wichtig, denn der hat die Wand in der Hand und kann in sein Lieblingswissensgebiet zurückspringen oder hinüberspringen. Aber wie gesagt, Sie kriegen alles mit. Birgit, als Champion dürfen Sie beginnen. Bitte sehr. Kopf oder Zahl 100, bitte. Bronzegefäße nach unten geöffnet, tönen fröhlich oder feierlich ins Land. Birgit? Was sind Glocken? Richtig. Kopf oder Zahl 200, bitte. Auch diese leise Stimme macht Eindruck, wenn sie durch diese Flüstertüte geht. Was ist ein Megafon? Richtig. Kopf oder Zahl 300. Oh, Birgit legt aber mächtig los. Extra riskant. Nur Sie spielen jetzt, Birgit. 100 Mark müssen Sie setzen, 300 können Sie. 200 setze ich. Aha, dass nicht alles weg ist, wenn falsch. Ein Sultan schenkte Karl dem Großen eine Uhr, in der die Stunden wirklich dahin flossen. Was ist eine Sanduhr? Falsch. Tut mir leid. Was ist eine Wasseruhr? Zufallsgenerator. Birgit. Kopf oder Zahl 400. Das Glück hat guten Geschmack. Braune Erde, zufällig im Feuer, ergab dieses Material. Porzellan. Falsch. Und an die Frage denken auch. So macht das Arbeiten Spaß. Dankeschön. Danke. Da sind Sie ja. Ich habe schon auf Sie gewartet. Kommen Sie mit mir. Wir spielen wieder riskant. Das Spiel um Wissen, Tempo und Geld. Um allgemeines Wissen, um Tempo und Reaktion. Denn Sie sollen möglichst schnell eine richtige Frage
formulieren. Ja, bei uns geht es ja um Fragen und dann Geld. Von 10 Mark bis über 50.000 sind schon gewonnen worden. Auch heute haben wir wieder einen Champion, einen ganz charmanten Champion, die Stefanie. Sie hat schon 6.200 Mark in der Tasche, ist heute zum dritten und letzten Mal dabei. Mehr als dreimal geht nicht. Aber alles der Reihe nach begrüßen wir erstmal alle Kandidaten hier und heute. Hier sind sie. Aus Düsseldorf, Ute. Aus Köln, Uli. Ja, und hier ist der besagte, charmante Champion. Zweimal mit 6.200 Mark aus Hamburg. Stefanie, wie schon gesagt. So, die Kandidaten, heute nur ein Herr zwischen zwei Damen, eine völlig neue Formation. Nichts geändert hat sich an unserer Spielwand, die wir voll stolz präsentieren. Hier ist sie. Und schon zuckt sie los. Gleich kommen die Wissensgebiete, mit denen wir sie testen wollen. Spaß an der Freud. Unterwegs. Sprichwörtlich. Glitzer und Fummel. Schön, ach, schon gehört. Ah, ist es. Fremde Worte. Ja, und hier ist das Spielfeld. Gespielt wird von oben nach unten. In 5 Sekunden müssen Sie Ihre Frage immer richtig formuliert haben. Und 15 Sekunden allgemeine Zeit ist zur Verfügung, in der einer der Kandidaten sich entscheiden muss, wer die Aufgabe lösen möchte. Aber das wissen Sie ja alles nur fürs Publikum noch einmal. Der Champion darf immer anfangen. Stefanie, bitte sehr. Ich möchte Glitzer und Fummel 100. Bitte. Wer möchte das nicht? Ganz schlicht und modern trägt man ihn in Itzi Bitsi Teeny Weeny Honolulu am Strand. Uli. Was ist ein Bikini? Richtig, wer war es nicht? Aber 100 Mark sind es. Unterwegs 100. Unterwegs 100. Diese Meerenge trennt Spanien von Afrika. Uli. Was ist die Straße von Gibraltar? Richtig. Unterwegs 200. Unterwegs 200. Die 17 Kilometer lange Straßenröhre durch die Alpen von Göschnen nach Ariola. Ein. Ja, Uli. Was ist der Gotthardpass? Oh. Falsch. Der Pass führt oben drüber. Jetzt, welche von den Damen ist am schnellsten? Ute? Was ist der Gotthardtunnel? Richtig. Als hat die 200 Mark, Ute. Ich möchte fremde Worte 100. Bitte sehr. Bergwerk, Schreibutensil und Sprengkörper in einem. Immer erst drücken, ja? Was ist Mine? Richtig. Unterwegs 300. Unterwegs 300. Mit dem Auto zu befahren, das Wahrzeichen von San Francisco. Uli. Das ist die Golden Gate. Bridge, richtig. Ja. Schon gehört 100. Aus für den Verteidigungsminister, denn dieser Aufsteiger landet auf dem roten Platz. Uli. Hier ist Rust. Richtig, er macht es immer kurz und bündig. Matthias Rust heißt er ganz. Unterwegs 400. Unterwegs 400. Der Weg, den Christus nach der Verurteilung durch Jerusalem nach Golgatha ging. Ute. Was ist die Via Dolorosa? Richtig. Unterwegs 500. Unterwegs 500. Diese Route nehmen europäische Flugzeuge für den kürzesten Weg nach Japan. Ute. Geraten, was ist die Polroute? Sehr gut geraten, ja. Richtig. Fremde Worte 200. Fremde Worte 200. Wenn verschiedene Worte nur ein und dieselbe Bedeutung haben, nennt man sie so. Das ist ein Synonym. Richtig. Sprichwörtlich 100. Alle Viadukte hinter sich abtragen. Was kann man da noch sagen? Ute. Was ist alle Brücken hinter sich abbrechen? Sie freuen sich, weil bei Ihnen läuft es ja wie geschmiert, ne? Sprichwörtlich 200. Er wird von einem Viehfutter gezwickt. Stefanie. Was ist, er wurde vom Hafer gestochen, oder? Ja, das glaube ich, lässt er noch durch. Ihn sticht der, was ist denn, ja, sticht der Hafer? Ja, ja, aber es war ja richtig, Stefanie. Dann nehme ich Glitzer und Fummel 200. Bitte sehr. Der mit dem Zöpfchen
trat in die Fußstapfen Coco Chanels. Ah, also die Damen, wenn Sie den nicht kennen, ja. Uli. Wer ist Karl Lagerfeld? Ja, Uli war schneller. Die Damen kennen ihn sicher. Schon gehört 200. Das Parlament des Landes hat den Kanal öfter voll. Und es geht immer um eben diesen. Einen Kanal, natürlich. Gibt immer Hickhack drum. Na, ist so, schwer zu helfen. Das ist der Panama-Kanal. Ja, Zufi heißt der Zufallsgenerator, der jetzt zuschlägt. Stefanie hat er sich ausgesucht. Spaß an der Freude 100. Na, bitte sehr. Sizilianische Gambit Putt. Was fällt Ihnen dazu ein? Uli. Was ist eine Eröffnung beim Schach? Ja, Schach. Allgemein, richtig. Schon gehört 300. Riskant. Riskant, Uli. Nur Sie spielen. Die Damen dürfen nicht mitmachen jetzt. Sie müssen 100 Mark setzen. 200, 500, 700 können Sie. Wie viel wollen Sie setzen? Ich setze mal 300. Jawohl, warum nicht? Sieben treffen sich und halten sich für den Nabel der Welt. Das ist doch der Gipfel. Was ist die G7-Konferenz? Oh, ja. Treffen der Weltwirtschaftsmächte, was ist das? Ja, ja, richtig. Jetzt das Anhängsel war noch richtig. Gut. Gut. Ja, natürlich ist das gut. Jetzt dürfen die Damen wieder mitspielen. Uli, machen Sie weiter. Schon gehört 400. Schon gehört 400. Diese Bombe soll nur Leben töten. Alles andere bleibt unbeschädigt. Uli. Was ist die Neutronenbombe? Richtig. Hoffentlich schon gehört 500. Sie müssen nicht unbedingt hier stehen, um Jeopardy zu spielen. Es geht auch ganz bequem von zu Hause aus. Alles, was Sie brauchen, ist ein Telefon und die RTL-Textseite 514. Dort erfahren Sie auch, was es zu gewinnen gibt. Ich drücke Ihnen die Daumen und sage viel Glück. Willkommen bei Jeopardy! Hier sind unsere drei Kandidaten. Aus Aachen, Hans-Dieter Momm. Der 47-jährige Computerverkäufer sammelt Comics und besitzt sogar Raritäten aus den 50er Jahren. Aus Hamburg, Karl Strohkorb. Er ist 45 Jahre alt und Körpertherapeut. In seiner Freizeit kreiert der Hobbymaler abstrakte Motive in Aquarell und Acryl. Und aus Frankfurt am Main, unser Champion Sören Scheffler. Der 27-jährige Student der Geschichte ist ein großer Fan des FC St. Pauli. Er ist heute zum dritten Mal dabei mit einem Gewinnkonto von 20.901 Mark. Und hier ist Frank Elstner. Dankeschön, herzlich willkommen zu Hause. Stimmung im Studio ist gut, bei Sören sowieso. Wer zum dritten Mal dabei ist, kann ja hoffen. Wir haben lange keinen mehr gehabt, der es fünfmal geschafft hat. Sie wissen ja, bei fünf ist dann Schluss, aber man kommt in den Champions Cup. Und darauf hofft der Sören, ich bin sicher. Nur Karl und Hans-Dieter, die möchten ihm diese Rechnung gerne verderben. Schauen Sie zu, werden Sie Zeuge und vor allen Dingen spielen Sie mit. Hier ist die erste Seite, wir schlagen sie auf und das sind die Überschriften. Heftchenhelden, Achtung scharf, auf den Spuren der Antike, ungewöhnliche Luftfahrzeuge, Olympia kurios und Kinderstars. Sören, auf geht's. Heftchenhelden 100. Diesen Wunderdoktor, der immer nur das Leid seiner Patientinnen im Kopf hat, gibt es leider nur im Groschenheft und in der Fernsehserie mit Sigmar Solbach. Karl. Wer ist Dr. Frank? Ja, richtig. Weiter. Heftchenhelden 200. Der erfolgreichste Agent des FBI liebt Kinder, das Gesetz sowie seinen roten Jaguar und ist ein gut aussehender Mann um die 30 und das schon seit über 40 Jahren. Karl. Wer ist Jerry Cotton? Ja. Heftchenhelden 300. Am 8.9.1961 startete dieser Held in sein erstes Weltraumabenteuer. Später bekam er es unter anderem mit Doppelkopfmutanten, Individualverformern und Topsidern zu tun. Hans-Dieter. Wer ist Perry Roden? Stimmt. Heftchenhelden 400. Erfolgsautor Jason Dark entführt wöchentlich über 170.000 Leser in die Welt dieses Geisterjägers, der mit Silberkreuz und Beretta bewaffnet gegen das Böse kämpft. Sören? Wer ist John Sinclair? Stimmt. Heftchenhelden 500. Ein US-Autor lieferte das Vorbild für diesen Westernhelden. In Deutschland erledigt der Mann der Brigade 7 seit 1972 seine Spezialaufträge. Keiner? Hier die richtige Frage. Wer ist Lassiter? Sören macht weiter. Olympia kurios 100.
Als fliegende Hausfrau wurde die holländische Läuferin Fanny Blankers-Koen bei den Spielen 1948 in dieser englischen Stadt gefeiert. Sie erkämpfte 4-mal Gold. Sören? Das ist London. Ja. Olympiakurios 200. 1912 bei den Spielen in dieser schwedischen Metropole gewann Oskar Swan mit 64 Jahren Gold im Schießen. Vorbei die Langeweile am Mittagstisch ab dem 27. Januar täglich um 12 Uhr mittags. Fertig zum Duell. Das Familienduell. Die große Familienshow bei RTL Plus. Präsentiert von Werner Schulze-Erdel. Hallo? Zwei Familien im spannenden Duell um 100.000 Mark. Liebesfilmen Sie. Ab Montag, den 27. Januar täglich um 12 Uhr das Familienduell bei RTL Plus. Dauerbrenner und Actionhelden, Jugendkult und Frauendrama, die Serienstars im Showduell. Familienduell, das Osterspecial, Karfreitag 19.10 Uhr bei RTL. Einer Leute haben wir gefragt. Was ist los, wenn er... Wer sonst? ...von Ihnen wissen will? Ist es dabei? Klar, dann ist es wieder... 11.30 Uhr. Dann geht es wieder um... Geld oder Kohle oder Moos. Und dann heißt es wieder... Startfrei zur Runde 1. Im Familienduell. Gleich bei RTL. Heute um 14 Uhr gibt es wieder eine Sondersendung aus der Rubrik von Angesicht zu Angesicht. Und heute treffen zum Thema Abtreibung aufeinander Frauen, die abgetrieben haben, einmal bzw. auch mehrmal, und junge katholische Kirchenmänner, die natürlich entschieden gegen die Abtreibung argumentieren werden. Unser Thema heute um 14 Uhr von Angesicht zu Angesicht, Abtreibung, Frauen treffen Kirchenmänner. Familienduell, präsentiert von Europamöbel. Einfach zum Verlieben. Hallo, grüß Gott und startfrei zum Familienduell. Mit den Titelverteidigern aus Stolberg Familie Schiffer. Mit Claudia, Heidi, Anni, Yvonne und Andrea. Hier sind die Herausforderer aus Dingolfing Familie Zimmer. Mit Alfred, Gabi, Heidi, Helmut und Ilona. Und hier kommt Werner Schulze-Erdel. Hallo. Herzlich willkommen zu Hause, herzlich willkommen natürlich auch hier. Ich weiß es nicht, ob es aus dem Bereich der Fabel kommt, aus dem Bereich der Anekdoten, aber als ich vor kurzem mal wieder in meinem Supermarkt an der Kasse war, da kommt auch ganz aufgeregt eine Dame zu mir und sagt, mein Kleiner, 1,5 Jahre alt, kann die ersten zwei Sätze sprechen. Mama, mach schnell, Werner ist im Familienduell. Soll angeblich stimmen, egal, eins stimmt immer bei uns. 10.000 Mark kann man gleich beim ersten Mal gewinnen und schafft man es, 5-mal dabei zu sein, könnte ja ruhig mal wieder passieren, hat man die Chance, 100.000 Mark zu gewinnen. Mal sehen, was alles passieren wird. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss, bis gleich. Und los geht's. Das Familienduell mit Werner. Yeah.
Nehmen Sie bitte Ihre Fernbedienung in der Hand. Suchen RTL Videotextseite 510 und schon sind Sie ins Geschäft. Denn dann können Sie mit mir zu Hause den Preis ist heiß spielen und einen unserer tollen Preise gewinnen. Conny, was glauben Sie? 100. Und Jochen? 80. Und jetzt Günther? 129. Und der von uns gesuchte Preis ist 149 Mark und somit kommt Günther zu mir. Hallo Günther. Eine Spielzeugkiste. Haben Sie noch Spielzeug oder haben Sie Kinder vielleicht, die Spielzeug haben? Ja, vierjährigen Sohn. Oh, der wird sich freuen, dass er diesen Igel hat, ha? Ja, sicher. Der wird jetzt natürlich noch mehr zittern, wenn er sieht, was sein Papa noch gewinnen kann. Walter, was haben wir denn für Günther? Ein Wäscheset. Einen Fernseher, einen Herd und eine Küchenmaschine. Vom Barock ließ man sich im Hause Vossen inspirieren bei der Kreation der romantischen Garnitur Casablanca Antoinette. Feminine Formen, zarte Farben und ein fächerartiger Dekordruck machen Casablanca Antoinette so unverwechselbar. Was der hochwertige Farbfernseher von RFT auf den Bildschirm bringt, kann sich wahrhaft sehen lassen. Schließlich hat das 55 cm TV-Gerät auch bei der Stiftung Warentest auf Anhieb das Qualitätsurteil gut erreicht. Wie man weiß, mögen es manche heiß. Und dafür ist der hochwertige Elektroherd von Keramik Schwerin wirklich bestens gerüstet. Er besitzt ein modernes Ceran-Kochfeld mit 4 Heizfeldern, einen Backraum mit Sichtfenster, Beleuchtung, Elektrogrill und stufenloser Temperaturregelung sowie einen geräumigen Geschirrwagen. Eine ideale Haushaltshilfe ist diese moderne, vielseitige Küchenmaschine. Sie ist besonders leicht zu bedienen und packt richtig zu. Schließlich rührt, schlägt und knetet sie selbst schwersten Teig. Und ist ein Preispaket im Wert von 4.167 Mark. Was sagen Sie dazu, Günther? Ha? Super. Das wäre doch was. Ja, sicher. Wir spielen unser Spiel Nimm 2. Das heißt, wir suchen zusammen die beiden Produkte, die zusammen 2.370 Mark kosten. Wenn Sie das schaffen, dann erhalten Sie alle 4 Preise. Günther, wenn Sie im Moment hier ein bisschen rüberkommen, sagen Sie uns, was gehört dazu? Der Fernseher. Der Fernseher. Der kostet 1.298 Mark. Was kommt da dazu, damit wir auf 2.370 Mark kommen? Wäscheset. Wäscheset kostet 499 und das gibt zusammen wie viel? 1.797 Mark. Günther, das stimmt natürlich nicht. Jetzt sagen Sie uns, welches Fach wir wieder zumachen sollen und mit welchem Produkt wir weitermachen. Wäscheset werden wir zumachen. Wäscheset wird zugemacht und was nehmen wir jetzt dazu, damit da oben 2.370 Mark steht? Ein Herd. Herd, hat er gesagt. 978 und das gibt's. 2.266. Günther, richtig wäre gewesen, Herd und Küchenmaschine. Das wäre richtig gewesen. Es bleibt bei der Spielzeugkiste. Vielleicht haben Sie nachher etwas mehr Glück. Dankeschön. Oh, da geht der Günther. Leider hat er diese schönen Preise nicht gewonnen. Aber ich gewinne, wenn Sie dabei bleiben. Also, bis gleich. Und weiter geht es hier bei der Preise. Es heißt, klar doch, mit Walter und einem neuen Kandidaten. Maylin Schwengers. Maylin, Sie sind dabei. Hallo Maylin, herzlich willkommen am Ratepult. Alle gut aufgepasst, hier kommt der Preis. Ein Set für unterwegs. Jetzt können Sie einpacken. In dem modischen Rucksack und der witzigen Bauchtasche von Zina findet alles, was Sie unterwegs so brauchen, Platz. Maylin, was glauben Sie, ist hier der von uns gesuchte Preis, aber nicht überbieten? 198. Und was sagt Stefan? 120. Conny? 180. Und Jochen? 98. Und der von uns gesuchte Preis ist 138 Mark. Und das ist dann Stefan. Stefan, komm gleich mit.
Wir gehen rüber zu Tor Nummer 2, denn ich möchte gerne, dass Sie diese Preise sehen. Öffnet mir das Tor und zeigt mir die Preise. Andrea präsentiert Ihnen eine Karaoke-Anlage. Die optimale Karaoke-Anlage für unvergessliche Partys zu Hause. Sie lässt sich einfach an ihren Fernseher anschließen. Der Sänger liest den Text vom Bildschirm ab und singt übers Mikrofon zur CD, im dazugehörigen CD-Spieler und das entweder zur Original-Gesangsstimme oder aber allein nur zum Playback. Mit zum Spaßpaket gehören 5 CDs mit je 16 beliebten Titeln. Und außerdem haben wir noch für Sie diese Ballwurfmaschine. Für alle, die Steffi und Boris nacheifern wollen, wurde diese Tennisballwurfmaschine entwickelt. Die Auswurfweite und die Intervalle sind einstellbar. So können Vor- und Rückhand, aber auch die Kondition verbessert werden. Für Fortgeschrittene können im Training auch mehrere Wurfmaschinen synchron geschaltet werden. Hier ist der Applaus für Gitta und Andrea. Da, Stefan, wenn Sie jetzt so gut singen wollen mit diesem Karaoke-Spiel wie unsere Andrea, dann sollen Sie dieses Gerät auch gewinnen. Wir spielen jetzt unser Spiel Wahlpreis. Und da kommt jetzt Ines mit unserem heutigen Wahlpreis. Und der ist 1780 Mark. Das heißt, entweder dieses Karaoke-Spiel oder aber die Ballwurfmaschine kostet so viel. Sie sagen mir, was so viel kostet. Und wenn Sie recht haben, dann erhalten Sie beide Preise. Was glauben Sie, kostet 1780 Mark? Das Karaoke. Das Karaoke-Spiel kostet so viel. Schauen wir mal. 1780 Mark! Und das Ballgerät kostet 1059. Stefan, gehen Sie zu Andrea und singen Sie mit Ihrem Karaoke. Sie haben gewonnen. Und Sie bleiben dabei, wir singen weiter. Er mag leider nicht singen. Ich kann ihn auch nicht überzeugen. Sie haben eben gesehen, wie Stefan sein Karaoke-Spiel gewonnen hat und natürlich die Ballwurfmaschine. Und jetzt bekomme ich einen neuen Kandidaten, oder? Ja, und das ist Ilse Nunner. Ilse, Sie sind dabei. Hallo Ilse, herzlich willkommen am Ratepult. Und alle vier, gut aufgepasst, hier kommt Ihr Preis. Ein exklusives Kosmetikset. Mit der Tonerde Egypt Wonder von Tana Cosmetics sehen Sie sofort gebräunt aus, ohne sich schädlichen Strahlen auszusetzen. Mit zum vierteiligen Kosmetikset gehört auch Egypt Wonder Liquid, das Ihrer Haut einen erholten Bronzeton verleiht und sie zudem pflegt. Ilse, was glauben Sie, ist hier der von uns gesuchte Preis? Ihr Tipp aber nicht überbieten. 180. Was glauben Sie, Conny? 170. Jochen, Ihr Tipp? 150. Und was sagen Sie, Maylin? 249. Und der von uns gesuchte Preis ist 184 Mark. Und das ist Ilse. Kommen Sie zu mir. Ilse, kommen Sie doch bitte gleich mit mir mit. Ich möchte gern, dass Sie mit mir einen kleinen Spaziergang machen, so über die ganze Fläche hier. Aber wir gehen nicht allzu weit weg, noch nicht.
Stellen Sie sich doch einfach mal hier hin und lassen Sie sich jetzt überraschen, was wir für Sie haben. Bitte schön. Ein niegelnagelneues Auto! Der Toyota Corolla Terzl 1,6 XLi 4x4 ist so aufnahmebereit und belastbar wie ein Kombi, ohne einer zu sein. Er ist vielmehr ein komfortabler Familienwagen mit erstaunlichen Freizeitqualitäten, enormem Fahrkomfort und innovativer Technik. Der Toyota Corolla Terzl verfügt nicht nur über ein neues Sicherheitsfahrwerk, sondern auch über eine ganze Reihe serienmäßiger Extras, zum Beispiel den kraftvollen 16-Ventil-Motor, die 5-Gang-Schaltung, den 3-Wege-Cut und vor allem den permanenten Allradantrieb mit zuschaltbarer Sperre. Dann gute Fahrt im Corolla Terzl von Toyota. Dankeschön, Walter und Ines. Bitteschön, bring uns jetzt mal unsere 5 Preistafeln. Hier, Ilse, werfen Sie mal einen schnellen Blick darauf. Wir spielen 4 Chancen. Das sind die 5 Preistafeln. Vielen Dank. 4 Chancen heißt 4 Produkte, die Sie richtig einschätzen sollen. Walter, mit was fangen wir an? Kräftig und deftig schmeckt die Kartoffelsuppe mit Rauchspeck. Dankeschön. Und 3,29 €. Meine Frage, stimmt der Preis ja oder nein? Nein. Nein? Doch, er hätte gestimmt. Macht nichts. Wir haben noch mehr Chancen für Sie. Hier kommt das nächste Produkt. Die Ölpflegetücher mit Vitamin E reinigen zarte Babyhaut auf besonders sanfte Weise. Da steht 9,19 €. Stimmt der Preis ja oder nein? Nein. Nein? Was sagen wir? Es stimmt, was Sie gesagt haben, 7,49 €, Ihre erste Chance. Und da kommt wieder ein Produkt. Helle Soßen können Sie mit dem Soßenbinder im Handumdrehen schmackhaft binden. 2,99 €, stimmt der Preis, ja oder nein? Ja. Ja? Nein, 2,39 €. Ilse, bis jetzt haben Sie nur einen Treffer gelandet. Also, noch einmal, bitteschön. Für vierbeinige Feinschmecker sind die Schokodrops mit Vitaminen und Lecithin genau das Richtige. Ja. Und jetzt aber 4,19 €. Stimmt der Preis ja oder nein? Ja. Ja? Und was sagen wir? Ja, Gott sei Dank. 2 Chancen. Ilse, kommen Sie noch etwas näher. Jetzt bringt uns Ines diese 5 Preistäfelchen. Sie dürfen sich maximal einmal vertun und dann muss es stimmen. Kostet das Auto 31.000 oder 31.999, 32.030, 32.150 oder 32.300. Was glauben Sie? 31.999. 31.999, haben wir einen Gewinner? Nein! Da Sie 2 Chancen hatten, dürfen Sie noch einmal einen Preis nennen. Aber das muss der richtige sein. Ja, doch. 32.300. 32.300, ist das der richtige Preis? Nein! Ilse, das Tor schließt sich. Der richtige Preis wäre gewesen 32.030 Mark. Shalom. Dankeschön. Und Sie bleiben dabei, wir machen gleich weiter. Meine Damen und Herren, das Rad. Und da ist es wieder, unser Rad. Auch heute Morgen wieder suchen wir 2 Kandidaten, die unser Superpreis spielen dürfen. Und Walter, was bekommen unsere Kandidaten, wenn sie das Rad bei 100 wieder zum Stehen bringen? Einen niegelnagelneuen Daihatsu. Stark, elastisch und verbrauchsgünstig ist der sportliche 16-Ventil-Motor mit 105 PS, 5-Gang-Getriebe, elektronische Einspritzung und 3-Wege-Cut. Dankeschön, Walter und Ilse. Fassen Sie das Rad an, kräftig zulangen und drehen Sie es mit beiden Händen. Und wenn das Rad auf 100 stehen bleibt, gehört Ihnen dieses Auto. Bitte schön. Jetzt aber, ob die 100 wiederkommt. Aber jetzt geht es um die Punkte. 75 Punkte, das ist gut, Ilse. 75 Punkte. Das müssen die Herren erstmal nachmachen. Und da kommt Günther. Bitte schön. Das war natürlich etwas kräftiger. Das
sind 45 Punkte. Ilse kann sich bereits freuen. Und jetzt der nächste Mann, der Stefan, der Karaoke-Sänger. Da kommt 100 schon zum zweiten Mal. Mehr als 45 Punkte müssen Sie erreichen. Und das sieht gut aus. 55, er ist im Finale. Günther, ich muss mich verabschieden. Dankeschön fürs Mitspielen. Ilse und Stefan, wir gehen rüber zu unseren Superpreispulten. Kommen Sie. Ilse und Stefan, Sie haben es geschafft. Hier wurden schon viele Träume wahr. Hier wurden schon für Millionen Mark an Preise gewonnen. Hier an diese Pulte hier. Alles, was Sie tun müssen, ist gut aufpassen, zusammenzählen, schätzen. Aber eins dürfen Sie auf keinen Fall überbieten. Deswegen gut aufpassen. Hier kommt der Superpreis. Ganz nach dem Motto, öfter mal was Neues, stellen wir heute einen Rekord im Faulenzen auf. Ja, und auch Ihnen läuft schließlich nichts davon, wenn Sie sich so richtig gemütlich machen. Im neuen Jogginganzug. Sportlich gestylt von Kopf bis Fuß sind Sie mit dem modischen Fashion-Anzug und den Running-Schuhen für höchste Ansprüche, damit Sie immer auf dem richtigen Weg sind. Auch ausgiebiges Nichtstun will gelernt sein. Jedenfalls legen Sie sich stilecht auf die faule Haut. Aber erst nach einem ausgiebigen späten Frühstück im neuen Esszimmer. Das 29-teilige Café- und Tafelservice im wiederentdeckten Kolonialstil bringt Farbe auf Ihren Tisch. Dazu passen die drei Platzteller in kräftigem Rot. Dieses Esszimmer von Thymian Einrichtung München bringt südlichen Flair in Ihr Zuhause. Der edle Marmortisch steht mit allen Beinen fest auf dem sonnengelben Teppich und wird von filigranen Loomchairs umgeben, die selbst heute noch nach traditioneller Technik auf alten englischen Webstühlen gefertigt werden. Nicht nur ein Sonntag im Bett ist gemütlich und nett, jeder Tag ist der absolute Hit. Wenn Musik in der Luft liegt, mit der Stereoanlage im neuen Schlafzimmer. Diese Spitzen-HiFi-Anlage von UHER hat als Herz eine Verstärkerkombination, die mit 2x300 Watt für dynamischen Sound sorgt. Über den Vorverstärker werden Tuner, Kassettendeck, CD-Player sowie der Plattenspieler angeschlossen und sorgen zusammen mit den neutralen Boxen für perfekten HiFi-Genuss. UHER in Vertrieb von Harman Deutschland. Na denn, gute Nacht! Dieses Futonbett zeichnet sich nämlich nicht nur durch sein modernes Design, sondern auch durch seinen hohen Liegekomfort aus. Zum Bett gehören ein Lattenrost, ein Kreistisch und ein Flügeltisch. Die elegante Anrichte entstand nach einer Idee der berühmten Designerin André Puttmann. Auf der Abstellfläche aus gehärtetem Glas macht sich die rubinrote Vase besonders gut. Der Schurwollteppich sorgt zusätzlich für Atmosphäre in diesem traumhaften Schlafzimmer von Thymian Einrichtung München. Ein fröhliches Erwachen gibt es spätestens bei unserem nächsten Preis. Wenn hierzulande alle Hektik verbreiten, liegen Sie nämlich flach unter Palmen. Beim Traumurlaub auf den Malediven. Wie ein kleines Stück vom Paradies präsentieren sich die Malediven. Auch Sie können bald unter sattgrünen Palmen faulenzen, am weißen Strand schön braun werden oder im tiefen Blau des Meeres untertauchen. Denn Sie fliegen zu zweit für 14 Tage auf einer der Trauminseln mitten im Indischen Ozean. Bei Vollpension wohnen Sie in einem vielseitigen Bungalow-Hotel am Strand. Mit zum Paket gehört ein kompletter Tauchkurs und so entdecken Sie die Unterwassergärten der Malediven mit Korallenriffen und Fischen in allen Farben und Formen. Und auch Sie liegen schon bald auf der faulen Haut, wenn der Preis stimmt. Wenn der Preis stimmt, Ilse und Stefan, Sie haben all diese tolle Preise gesehen. Und jetzt, bitteschön, geben Sie Ihren Tipp ein, denken Sie daran, nicht überbieten und toi, toi, toi. Stefan, Sie sagen uns bitte, wie Sie getippt haben. 15.000 Mark.
15.000 Mark, sagt Stefan. Ilse, wir haben Sie getippt. 55.270. 55.270 Mark. Und unser heutiger Superpreis hat einen Wert von 31.504 Mark. Das ist Stefan! Stefan gewinnt all diese Preise. Ilse ist leider zu hoch gegangen. Kommt runter, wir gehen zu den Preisen rüber. Oh, da freut sich aber jemand. Günther kommt auch mit. Kommen Sie bitte mit runter. Stefan hat Preise gewonnen im Gesamtwert von 35.372 Mark. Und ich sage einfach wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie dabei sind. Und für alle, die zu Hause der Preise heiß spielen wollen, gibt es das Spiel zur Show überall im spielbaren Fachhandel.